Als ich 2013 das allererste Mal an einem Boxwettkampf teilnehmen wollte, durfte ich das aufgrund der Wettkampfbestimmung mit dem Kopftuch nicht. Und das war mir erstmal überhaupt nicht bewusst. Ich habe lange darauf hintrainiert und dann habe ich erfahren, dass ich überhaupt gar nicht mit dem Kopftuch boxen darf. Und da hat sich meine allererste Trainerin dafür eingesetzt, dass die Wettkampfbestimmungen in Deutschland für mich geändert werden. Und seitdem dürfen alle Frauen seit 2013 in Deutschland boxen. Das ist auch meine Message, den anderen Leuten zu sagen, hey, lasst euch niemals von irgendjemandem runterkriegen und lasst euch niemals von irgendjemandem sagen, dass ihr etwas nicht erreichen könnt, weil für mich hat das, also dass die Wettkampfbestimmungen geändert worden sind, das hat mir gezeigt, dass einfach alles möglich ist, wenn man einfach dran bleibt. Und daher versuche ich einfach negative Kommentare entweder zu ignorieren oder ich sehe sie als Motivation.